Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Space. Wir machen Action. So. Ich würde sagen. Ja. Könnt ihr bitte sterben? Na? Du hast einen Abgang gemacht. Fertig. Oh no. So. So einfach geht das. Erstmal hier ein bisschen Fleischparty. Yay! Passiert eigentlich was, wenn ich danach nochmal auftrete? Halbleiter Gold. Ich bräuchte dringend mal eine Verkaufsstation. Zündungssequenz eingeleitet. Genau so habe ich mir das gedacht mit euch. Los! War dämlich. Ah, ich gehe hier runter. Oh. Nein, die sind jetzt zu nah dafür. Na. Gut. Schneller, schneller, schneller. Isaac, Isaac. Lass mich hoch! Ja. Bleib mal kurz cool. Schon länger ein bisschen unter Anspannung hier. Ach, Blubby, was denn los? So, die sind wir auch los. Kann ich wieder die Hälfte nicht mitnehmen, war? Können ja ruhig einfach ein bisschen mehr Geld fallen lassen, die Viecher. So. Munition habe ich jetzt alles nachgeladen. Nachgeladen. Den Ripper haben wir noch gar nicht verwendet. Antriebe werden gezündet. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr sein will. Es wird immer so laut, wenn die scheiß Antriebe laufen. Ist hier hinten noch was? Jut, Aufgabe erledigt. Wir können gehen. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Biostadtgerät. Warte, warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Jo, na dann kommen wir halt zur Brücke. Schön, dass du dahin so eklig sabbert. Soll ich überhaupt lang? Ja. Nein. Warum? Ich...
Ah, das kleine Medikit werde ich verwenden. So. Nach Clan habe ich auch. Naja, dann halt nicht. Yeah. Krass, dass du überlebt hast, Kleine. Na. Dass ich mal bei Dead Space zu viel Munition haben würde, das ist ja ein Traum. Aber hier ist ein Schob. Oh nein. Lass mich raus hier. Lass mich raus hier. Ja, genau deswegen. Scheiß Vieh. Das ist ja auch noch neben dem Shop, Penner. So. Können wir verkaufen. Hatte ich nur einen Halbleiter? Achso, das andere waren die... wie heißen sie denn? Blueprints. Blaupausen, Schematas. Rebattling. Oh, davon sollte ich mal auf jeden Fall ein paar verwenden. So, können wir uns irgendwas kaufen? Warten wir lieber mit den Energieknoten. So, und gehen einfach nochmal kurz zurück, weil Munition sollte man nicht einfach so liegen lassen. Finde ich. Oder war das jetzt ein weiter Weg? Ja, wenigstens den Einschuss. Besser als nichts. Dann können wir auch die Knarre gleich mal verwenden, damit wir den Einschuss dann auch gleich wieder loswerden. So. Haben wir das Kapitel 3 auch geschafft? Ja, wenn ihr denn wollt, speichern wir. Und ab zur Brücke. Gucken, was uns da wieder für Viecher erwarten. Glaube nicht, dass Hammond da ohne Viecherchen unterwegs ist. Isaac, kommen Sie. Kendra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. Schön, dass die Kacke hier ist. Sie nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bring sie uns zum Cockpit des Captains. Ich werde ihnen später alles erklären. Hammond out. Ja, na dann, los jetzt. Uah. Was los? Wenn du Probleme hast, dann kannst du... Ich will da nicht hin. Naja, muss ja sein. So, Pupsi, was los? Du willst Stress halt gehört? Kannst du haben. Oh, hier ist eindeutig gerade was durchgeflogen. Und die Luft fließt nicht ab. Oder? Ja, machen wir gleich.
Immer schön cool bleiben. Erstmal looten. Das ist das Wichtigste. Ja, dann ab nach unten. Ach, speichern kann man beim Rausgehen. So, Hammond. Ich bin da. Oh yeah, genau den habe ich gesucht. Was geht? Haben Sie mich erschreckt? Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie, ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz sicher. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Jo, wird gemacht. Ach, übrigens, Isaac. Seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber... Nicole. Danke. Gut. Ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter. Nee, was willst du machen? Ich würde sagen, dann reparieren wir mal die Aufzüge und dann geht's los. Aber da ich Hellseher bin und weiß, was passiert, werde ich speichern und auf die Uhr gucken. So, lass die Action beginnen, mein Kleider. Wolltest du hier gerade eben noch Action machen? Na, Pupsi? Scheiße, keine Stase. Das war ziemlich intelligent ohne Stase. Ich glaube nicht. Ohne Stase wird das ziemlich beschissen. Lauf, 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 lauf. Boah. Na, jetzt legt er sich gerade hin und ich kann nicht schießen. Kannst ja mal drauf gehen, Kleiner. Bist du tot? Nein! Boah. Ja. Bitte, bitte, bitte. Los. Lauf. Oh, sehr schön. Ah, läuft ja. Selbst ohne Stase. Puh. Ekelviech. So. Anzug Level 3, perfekt, den holen wir uns gleich mal, glaube ich. Und am besten machen wir gleich. Und nicht hier erst weiterlaufen und Action machen. Jetzt haben wir ja gerade die Kohle und Schema blockiert nur und nur Platz.
Kohle haben wir auch, dann können wir uns selber einen Knoten leisten und dann ist der Tommy froh. Oh yeah. Sneaker, neuer Anzug. Schöne Schuhe. Jo, dann halt nicht. Dann fahren wir jetzt mal mit dem Aufzug. Beziehungsweise looten mal weiter. Ach so, wir sollten ja dadurch. Ja, ja, ja. Die Verteilerkästen. Uah. Yeah. Atriumaufzüge sind jetzt online. Nicht. Ich wollte es Rick. Na, gut, dass ich nicht ziehen kann. Ja, jetzt habe ich gar keinen Energieknoten mehr. Habe ich mir nicht gerade eben gekauft? Ach so, den einen hatte ich für die Tür versammelt. Na, da wo ich nur die Hälfte von looten konnte. In der letzten oder vorletzten Folge. Naja. Egal. Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Was probiert er da? Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. What the fuck? Sah nicht nach einem Unfall aus. Sah wie Mord aus, mein kleiner Doktor. So, aber ich glaube, wir können mal den Ripper zeigen demnächst. Wenn jetzt nicht irgendein Ekelvieh kommt, was sich damit nicht so gut platt machen lässt. Aber ich würde sagen, wir speichern. Und... Schema Laserkanone. Hm, nett. Hier sagt er bestimmt noch nicht lang, ne? Aber... Uah! Nein! Lass mich los! Ich mag nicht umarmt werden von dir. Ah, schöne Säge. Schön, schön, schön. Ich hab dich vermisst, mein Kleiner. Hast mir immer gute Dienste geliehen. Erwiesen. Ein Glück, ich kann kein Deutsch. So. Aber ich würde sagen, das war's für die heutige Folge Dead Space. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Bis dann. Tschüss. Ih, was ist denn da Ekliges an deinem Ripper? Okay, haut rein. Tschüss.